Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 mit dem FC Bayern München. Ja, ihr seht schon, es startet heute nicht wie immer. Nein, denn heute bräuchte ich mal ein paar Transfervorschläge für euch, von euch. Weil wir sind jetzt mit der Bayern-Karriere, also ich habe jetzt so weit im Voraus aufgenommen, dass wir jetzt langsam aber sicher auf die Winter-Transferzeit zugehen. Und ja, Sommer haben wir nichts gekauft, aber wir haben jetzt einiges an Kohle und deswegen würde ich mir vorstellen, dass wir im Winter ordentlich zuschlagen auf dem Transfermarkt. Aber dazu bräuchte ich jetzt eben eure Vorschläge. Wir schauen mal ganz kurz das Team an, wo wir denn Lücken haben. Und dann, ja, wie gesagt, eure Tipps in die Kommentare, wen ich holen soll. Also, Torwartposition sind wir natürlich echt gut besetzt mit Manuel Neuer. Dann haben wir Ulreich als Backup. Nübel und Hoffmann sind verliehen. Da haben wir nur Früchtel. Also, ja, wir haben eigentlich relativ viele Torhüter. Ich glaube, ist halt die Frage, Neuer werde ich eigentlich nicht verkaufen wollen. Erst wenn er in Rente geht, dann würde ich ihn eben neuen Torhüter holen. Und, bis dahin eben dann mit Neuer weiterspielen. Genau, der Linksverteidiger, also die Außenverteidiger sind mit Alphonso Davies, Lucas Hernandez und Pavard eigentlich ganz gut besetzt, finde ich. Vor allem Lucas Hernandez habe ich mittlerweile zum Rechtsverteidiger gemacht, weil ich finde den auf der rechten Seite echt gut. Besser als Pavard, und der hat auch eine 85, also ein richtig starker Rechtsverteidiger. Ja, Omar Richards, mit dem wäre ich noch nicht so ganz glücklich, wenn ich ehrlich bin. Weiß noch nicht, ob ich ihn nicht sogar wieder hergebe. Ja, vielleicht, weiß nicht, habt ihr einen ordentlichen Außenverteidiger? Vielleicht ein Backup für Alphonso Davies oder wer weiß? Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Dann Innenverteidiger, ja, da braucht man auf jeden Fall Nachschub, denn ja, Upamecano und Süle sind gesetzt. Nianzu überzeugt mich nicht so wirklich hundertprozentig. Deswegen, ich bräuchte wirklich einen neuen Innenverteidiger. Ich denke schon wieder an Romagnoli. Den hat man ja letztes Mal, ich glaube, als Innenverteidiger. Aber schreibt mir einfach mal ein paar Innenverteidiger rein, die ich holen könnte. Also wie gesagt, Innenverteidiger sehe ich auf jeden Fall Bedarf bei uns. So, dann Mittelfeld, Kimmich und Goretzka sind natürlich gesetzt im zentralen Mittelfeld, feines verliehen. Roka habe ich verkauft mittlerweile an Leicester City, der wechselt jetzt dann auch, sobald die Transferzeit losgeht. Wie gesagt, ich komme mit ihm nicht klar, er ist für mich das größte Missverständnis bei den Bayern. Genau, dann haben wir noch Sabitzer und Tolisso. Ihr könnt mir nur vorstellen, dass wir vielleicht für Tolisso jemand anders holen. Wobei, der hat eigentlich auch nicht schlecht gespielt, so bis jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht einen zentralen Mittelfeldspieler, könntest du mal ein paar reinschreiben, aber ihr müsst ja wissen, Kimmich und Goretzka, die sind halt echt gesetzt, weil die sind echt bombastisch da. Sabitzer ist als Backup auch nur richtig gut, vielleicht bräuchte man dann nur einen dritten, also einen vierten Spieler als zweiten Backup, keine Ahnung. So, was haben wir noch? Tuisance, ja, mit dem weiß ich auch nicht, was ich so anstellen soll. Ja, ZOM bin ich so ein bisschen überlegen, also wir haben natürlich Thomas Müller, überragend. Musiala gefällt mir sehr gut. Ja, aber so der richtige Weltstar ist halt noch nicht dabei. Also weil so ein Dybala oder, keine Ahnung, De Bruyne. Das wäre schon cool irgendwie. Mal schauen. Könnt ihr mir auch mal was reinschreiben, ob ihr einen guten ZOM habt. Ja, die Flügel sind eigentlich auch gut besetzt mit Coman, Gnabry und Sané. Aber ich finde, einen könnte man noch vertragen als Backup. Also ein Flügelspieler, ja, wird eigentlich ganz so gut reinpassen. Und der Sturm, ganz ehrlich, Lewandowski ist top. Choupo-Moting, ja, auch nicht schlecht. Zirkzee ist eh verliehen. Ja, soweit dazu. Also, ich brauche auf jeden Fall einen Innenverteidiger, der steht ganz oben in der Prioritätenliste. Dann vielleicht einen Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld ein, vielleicht einen Flügelflitzer und vielleicht noch einen Backup-Stürmer. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also, ich bin auf jeden Fall sehr auf eure Kommentare gespannt. Und auf eure Transfervorschläge, dann würde ich sagen, vorher war es das schon wieder. Kurzes Video. Heute Abend kommt das nächste Spiel. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.